Ecco, adesso ci siamo avvicinati, jetzt haben wir uns ein bisschen genähert. Stiamo qua in spiaggia, eh? Dopo questo video forse faccio una nuotata, devo chiedere a mio figlio. Amore, andiamo a nuotare dopo? Forse. Forse, hatte doch verwendet, seht ihr, könnt euch erinnern, forse? Ja. Das hättet ihr vielleicht auch so erraten können, denn Kinder sagen niemals, ja, natürlich, sicher. Ja? Die sagen immer, ja, aspetta 10 Minuten, forse, vielleicht, warte noch 10 Minuten, nein, nicht sofort, nachher. Okay, conoscete la situazione? Okay, forse, vielleicht farò un video su questo tema. Vielleicht mache ich ein Video über dieses Thema, aber jetzt geht's weiter mit diesen Füllwörtern. Ich gebe euch die Pärchen, ja, so wie es vorhin einfach ging, dieselbe Übung. Stesso, diverso, diverso, stesso, diverso, più, meno, also stesso, diverso, più, meno. Wenn ihr stesso hört, was sagt ihr dann als Pärchen, Paarwort? Wenn ihr più Ja, più, meno, plus, minus. Könnt ihr euch vielleicht erraten, was das bedeutet? Okay. Ah, das kennt ihr auch schon. Voglio di più, ich will mehr. Più vino, più pasta, più grappa. Okay, dann. Meno kanntet ihr aber nicht, oder? Ah, seht ihr? Ah, okay. Poi, di qua, di qua, di là. Di qua, di là. Uppa, di qua, di là, di qua. Vielleicht ist es so ein neuer Dance, ein nuovo ballo. E Magdalena, di qua, di là. Okay, lascia perdere Michele. Lontano, vicino. Lontano, vicino. Di qua, di là. Lontano, vicino. Ok, wenn ich sage di qua, dann sagt ihr? Wenn ich sage lontano, dann sagt ihr? Okay. Dann mache ich jetzt auf Deutsch. Oder hört euch nochmal die Pärchen an. Stesso, diverso, più, meno. Di qua, di là. Lontano, vicino. Ich auf Deutsch und die auf Italienisch, okay? Dasselbe. Bravo, Michele, das war jetzt ein Scheiß, ja? Weil stesso, ich. Okay. Forse è il caldo, entweder ist es die Hitze. Il sole oder vielleicht la voglia di fare la nuotata, die Lust, schwimmen zu gehen. Concentrati, Michele. Also, stesso heißt dasselbe. Was heißt dann das andere? Più heißt mehr. Was heißt dann weniger? Di qua heißt hier entlang. Also, wenn man sagt, hier lang gehen. Und was heißt dann dort lang? Und lontano heißt weit weg. Und was heißt in der Nähe? Ja, vicino, gebe ich euch meine Eselsbrücke, eine sehr kreative. Habe ich schon lange, lange Jahre nicht mehr verwendet, aber ich finde die eigentlich ganz gut. Vicino heißt ja in der Nähe, mit VIC geschrieben. Seht ihr, denkt an den Vizekanzler, den Vizekönig, ja, der ist auch nur in der Nähe der Macht, aber nicht ganz dran. Hä? Michele, sei un grande. Okay. Allora. Stesso heißt dasselbe, più heißt mehr, di qua heißt hier lang, lontano heißt weg. Also, was heißt dasselbe? Mehr. Dasselbe. Mehr. Hier lang. Weit weg. Hier lang, weit weg. Dasselbe, mehr, hier lang, weit weg. Okay. Facciamo ancora un round, noch eine Runde, okay. Spesso, spesso, spesso. Ah, nicht wie Espresso, aber könnt ihr euch merken?
Espresso. Espresso heißt oft, ja. Die Italiener trinken oft einen Espresso. Ja, so früh bin ich einfach fit mit meinen Eselsbrücken. Spesso, spesso, spesso. Und das Gegenteil dazu ist on. Und nochmal, nochmal. Spesso, spesso, spesso. Und das Gegenteil dazu ist ogni tanto. Ogni tanto. Ja, so solltet ihr das vielleicht nicht aussprechen. Aber vielleicht hilft es, damit ihr euch das merkt. Ab und zu. Ogni tanto. Funziona? Non lo so. Ok. Spesso, ogni tanto. Domani. Ieri. Domani, ieri. Morgen und gestern gehört zusammen. Genau. Allora. Spesso. Wenn ich sage spesso, dann sagt ihr. Wenn ich sage domani, sagt ihr. Okay. Noch eine. Dopodomani, ja, jetzt wird's einfach, und l'altro ieri, ja, also von übermorgen und vorgestern. Dopodomani, l'altro ieri. Oggi, heute, und all'epoca. Ja, zu der Epoche ist für damals, ja, als ich klein war oder sowas, ja, vor viel. Allora, also oggi, all'epoca. Dopodomani, l'altro ieri, oggi, all'epoca, dopodomani, was sagt ihr dann als Gegenteilpaar? Oggi? Okay. So, jetzt hat, wenn ihr spesso hört, das heißt oft, was heißt dann ab und zu? Domani heißt morgen. Was heißt dann gestern? Übermorgen heißt dopodomani. Und was heißt dann vorgestern? Oggi ist heute und damals. Okay. Schauen wir doch mal. Was heißt oft? Ah, das ist ja Spesso, Espresso, wer konnte sich erinnern? Ja. Mit den Eselsbrücken eigentlich? Ja. Ja, wenn ich euch Zeit gäbe. Aber ihr kennt mich, so viel Zeit bekommt ihr für mich nicht. Deswegen könnt ihr dieses Video nochmal zurückspulen oder Pause machen. Okay. Oft. Morgen. Übermorgen. Heute. War das ein spanisches heute? Okay. Ja, ogni tanto sai, ogni tanto sai, weißt du, sapete, wisst ihr, con tutte ste lingue in testa, mit all diesen Sprachen im Kopf, am Strand, in spiaggia, con il mare, dietro, mit dem Meer hinten. È veramente difficile tenere la concentrazione altissima. Okay, l'ultimo round, die letzte Runde, und dann war's das jetzt. Das ist die Botschaft an meine Schüler. Die jetzt sagen, okay, jetzt habe ich ganz schön viel Füllwörter gelernt. Oder natürlich auch an meinen Sohn, der diese Kamera hält, weil über die Ray vielleicht schon 27 Ventisette, Ventotto Gradi, die auf seinem Rücken brutzeln. Warte, als Kompensation muss ich halt dann heute wieder ein spezielles Gericht wieder kochen. Ja, da gibt es dann nicht mit Spaghetti al Pomodoro, lässt er sich dann nicht abspeisen, da muss man dann schon con i gamberi, le vongole, frutti di mare, qualcosa del genere. Okay, irgendetwas in dieser Art. Qualcosa del genere. Das ist ein schöner Spruch, so, sowas in der Art. Okay, l'ultimo round. Allora, molto poco, molto poco, troppo, troppo poco, troppo, troppo poco. Also, jetzt gebe ich euch nochmal die Pare. Molto poco, troppo, troppo poco. Molto, was sagt ihr denn? Troppo. Und was sagt ihr dann? Anche, neanche, anche, neanche. Ja, die anche sollte man auch mal kennengelernt haben. Anche heißt kennenlernen, nein, auch.
die Anke auch. Ne, Anke ist das Gegenteil von auch. Was ist denn das Gegenteil von auch? Vielleicht auch nicht. Okay, warte. Ja, senza parole. Adesso però il dito, lo vedo. Ja, nein. Senza parole. Ja, da fällt mir nichts mehr. Okay, Anke, neanche. Und das letzte Pärchen. Prima. Poi. Prima. Poi. Das ist ein wichtiges Pärchen im Restaurant, weil prima heißt zuerst. Ja. Also, zuerst hätte ich gern das 300 Gramm Steak zum Beispiel. Poi. Ja. Und dann hätte ich gern noch die doppelte Schweinshaxen. Stinco di maiale. Gibt's auch auf Italienisch. Stinco di maiale. Okay, jetzt hört euch nochmal die Paare an. Anke, neanche, prima. Poi. So, das Gegenteilpaar von Anke ist von prima. Von molto. Von troppo. Okay. Okay. Also, wenn ich sage Anke, was heißt das auch heißt? Was heißt dann auch nicht? Prima heißt zuerst. Was heißt dann? Che fai, Michele? La balena? Machst du den Wal? Oder könnt ihr euch erinnern an den Spruch aus irgendeinem meiner anderen Videos, wenn ihr sagen wollt, hey, das bleibt unter uns, nicht weitererzählen? Acqua in bocca. Bravi. Okay, jetzt habe ich mich mi sono perso, jetzt habe ich mich schon wieder verloren. Wo bin ich jetzt hier? Troppo poco, molto poco. Ja, okay. Io in tedesco, voi in italiano. Auch nicht. Dann. Zu wenig, wenig. Auch nicht. Dann, zu wenig, wenig. Ja, wenig ist sicherlich nicht das Wort für dieses Video. Ja. Avete imparato molto, viel, vielleicht auch troppo, zu viel, ja, diese Füllwörter. Aber deswegen habe ich dieses Video geteilt. Ihr könnt auch die Karteikarten downloaden und das schön üben. Aber ich empfehle, schaut euch dieses Video 2-3 Mal an. Dann habt ihr die Wörter und dann sagt, ah, Michele, ma poi ho le parole, aber ich hab doch schon mal geschrieben, ich will das in Sätzen haben. So, was sage ich an dieser Stelle? Faremo anche un video con le frasi. Ja, wir werden natürlich auch ein Video machen mit Sätzen dazu. Va bene, io adesso corro, 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 corro. E vado a nuotare, ciao, 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 ciao. Okay, l'ultimo round. So, was sagt mein schlauer Zettel hier? Das sind... Okay, l'ultimo round. Scusa, amore. Okay. L'ultimo round. Michele, ma quante volte lo vuoi dire l'ultimo? Fallo, comincia tu l'ultimo round, questo ultimo round. Va bene, io in tedesco, voi in italiano. Nee, diese Runde ist noch nicht, jetzt müssen wir noch das so machen. Okay.